wenn normal zocken zu langweilig wird. Ja Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Mann hat sich tatsächlich einen 4D Gaming Room gebaut. Also es ist völlig egal, was du spielst, dieser Raum sorgt dafür, dass du es am eigenen Leib spürst. Alter, was denn als nächstes? Man zündet in-game eine Bombe und dann zerreißt den Raum oder was? This is brilliant. Also ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, was passiert, wenn man im Spiel stirbt. Ja, ist klar. Ja Leute, im letzten Video haben wir uns ja richtig kranke Scheißkommentare reingezogen, die einfach nur daneben waren. Du gehörst zu den Frauen, die nur ficken, wenn sie es wollen. Exodia-Attacke, beende das Spiel! Alter, ich sag's euch, ich habe mich von diesen Schmerzen immer noch nicht erholt. Von daher, und ich bin mir sicher, ihr stimmt mir alle zu, wir haben uns einfach mal was zum Lachen verdient, oder? Und wie ginge das besser als mit euren Videos? Denn ja, ich habe euch mal wieder gebeten, mir Videos einzusenden, bei denen ihr meint, alter CEO, zieh's dir rein. Ja, das ist das Level, an dem wir angekommen sind. Und ich bin mir sicher, was da wieder eingesendet wurde, kann nur super lustig sein. So sind Leute beim Verstecken spielen. Nein, Bro, ich bin Mastermind. Ich war in dem Versteck auch schon. Digga, du traust mir nicht mal zu, Verstecke zu kennen. Was bist du für ein herablassender Hund, Alter? Junge, komm nach Augsburg, ich danke, wer hier herablassend ist. Tobi, also, die Sache ist die, ich kenne einen sehr guten Therapeuten. Das Reddit sitzt jetzt so daheim. Nee, jetzt aber wirklich was Lustiges, bitte. Diesen Clip hat mir meine Schwester gezeigt. Ich bin verstört. I am a dancer. That is to say a conduit. Also, ich hab gesagt, hier was Lustiges, bitte. Das hier ist definitiv ein Muss. Not to fear, little children. I will help. Weißt du, ich will einfach eine ganz normale Folge von CEO ins Internet machen und ihr schickt wieder sowas ein. Leute, ich hab doch schon Schmerzen, Mann. Ich hab sehr, sehr starke Schmerzen. Nee, natürlich gab's auch wieder richtig geile Videos, deswegen heißt es jetzt, wie immer, eure Videos, meine Reaktion darauf. Viel Spaß mit der neuesten Folge von CEO und das Internet. Los geht's! CEO und das Internet. Das bin ich. Ach ja, Leute, an der Stelle, ich lese immer wieder mal sowas wie: Hey, CEO, immer wenn ich deine Einspieler-Edits oder sonstige Spielereien sehe, bekomme ich selber mal Bock, einfach mal Videos zu machen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich sowas kann, weil ich kenne mich gar nicht mit Programmen und sowas aus. Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Ab jetzt gibt es Filmora 12 von Wondershare. Ich empfehle das Programm gerade für Anfänger, weil man sich einfach super schnell da zurechtfindet. Und trotzdem hat das Programm alle wichtigen Tools, die man für die Videoerstellung braucht. Zum Beispiel die Draw-Mask-Funktion, bei der man komplexe Formen ausschneiden kann, um sich zum Beispiel halt zweimal im Bild zu haben. Das ist perfekt so für Selbstgespräche, wie ich es halt eben auch manchmal in meinen Videos habe. Oder eben die Keyframe-Funktion, die lässt sich jetzt eben auf alle möglichen Parameter anwenden, wie zum Beispiel Farbkorrekturen. Also einfach bei Sekunde 1 100% Farbsättigung, bei Sekunde 2 dann eben 0% Farbsättigung und schon kann das Programm halt eben automatisch die Bereiche dazwischen berechnen. Und jetzt gibt es endlich auch die Anpassungsebene, auf der man eben alle Effekte anwenden kann und eben alle Clips, die sich unter dieser Ebene befinden, bekommen halt eben diese ganzen Effekte versehen. Spart halt eben super viel Zeit, weil dann muss man nicht mehr auf jeden Clip die Effekte einzeln anwenden, sondern kann einfach die Ebene halt überall drüber schmeißen, wo es gern hätte. Und auch AI-Technologie kommt nicht zu kurz mit dem AI Audio Stretch Tool. Mit diesem kannst du eben deine Hintergrundmusik an die Länge deines Videos anpassen und sparst halt eben so auch wieder ultra viel Zeit. Und das waren jetzt nur ein paar Funktionen, also ihr merkt schon, das Programm ist schnitttechnisch super hochwertig und dafür einfach ultra günstig. Klick also jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und hol dir Filmora 12 von Wondershare. Es gibt by the way auch eine Testversion, wer einfach mal so ein bisschen rumprobieren möchte. Und schickt mir auch super gerne mal eure ersten Versuche. Ich bin echt gespannt, was ihr da so zusammenzaubert. Okidoki. So, ziehen wir los mit dem ersten Clip und ich würde sagen, ja, wir steigen schon mal ganz ordentlich ein, oder? Wie irrgläubig kann man eigentlich sein? Das Sinuszeichen wenden wir an, bei Erkrankungen und Krankheiten umzuschreiben. Das Sinuszeichen kehrt immer um. Das heißt, Negatives wird in Positives umgekehrt. Mein früherer Freund hatte zum Beispiel eine Bienengiftallergie. Der ist schon mal mit einem anaphylaktischen Schock eingeliefert worden im Urlaub in eine Klinik. Im Garten hat ihn wieder eine Biene gestochen und wir haben sofort das Sinuszeichen drauf gemalt. Das heißt, ihr malt dieses Zeichen einfach wirklich direkt auf diese rötliche Schwellung und es ist nichts passiert. Du, nur so eine Frage, kann ich so ein Sinus-Symbol auch auf meinem Bankkonto anwenden, wenn es ist? Und kann ich es auch auf Menschen anwenden? Also was ist, wenn ich zum Beispiel das auf die Stirn von Andrew Tate male? Alter, ich würde mal sagen, LGBTQIA+ for the win, Mann! Ja! Ich finde es immer wieder gut, wie er am Ende wegrennt. You guys have to see what I learned in Charms class. What the hell are you doing? Hold What's on, wrong on. With hold you? On, wait a second. Reparo! Alright, wait a second. Reparo! Alright, hold on.
I know what to do. Ohne Scheiß, so ein Vater will ich auch mal werden, wenn das Kind Scheiße baut und einfach drüber lachen. Und dann bekommt er einfach 3 Wochen kein Taschengeld mehr, der Wichser. Zeus, so würdest du als Pokémon aussehen. YouTuber in der Pokémon-Welt Part 2. Ah, ich sehe neue Videos von Groink, Hübitak, Zeopada. Ey, Lenny, was soll denn das? Außerdem will ich, wenn dann, lieber Magnezeon sein. Oder Punzelow oder Mewtwo. Rückgratloser Versager. Nein. Wir kennen es doch alle, oder? Ich würde gerne meine Anschrift bei Ihnen ändern. Mhm, wie ist der Name? Jonas Enz. Verstehe ich nicht. Könntest du den einfach einmal buchstabieren, bitte, für mich? Ja, das ist J wie, eben Jonas. J. O wie, wie Otto. Ja, O. N wie, wie Nordpol. N wie Nordpol. Genau, ja, N wie Nordpol, ja. Mhm. Dann A wie Anal. Ja. Und S wie Schlange. Alles klar. Und der Nachname? Ist einfach Ems. E-M-S. Nee, bitte genau buchstabieren. E wie Ente. Wie, so wie was? Ente. E-Ente-E. E wie was? Ich verstehe das nicht. E wie, Sie sind ein ehrenloser Hund. Boah, Alter, ich fühle es voll. Das ist mindestens genauso schlimm wie... Okay, ich gebe Ihnen gerne die Nummer durch. Haben Sie was zum Aufschreiben? Ja, ja, klar. Habe ich, ja. So, also 6, 364, 70, 12, 9, 88, 45, 7023. Alter, ich wünsch dir einen Mückenstich und zwar direkt auf die Eichel. Seh dir diese Katze an! Okay, das ist jetzt irgendwo auch ganz süß und so, aber irgendwie tut mir die Katze auch ganz schön leid. Ich meine, die weiß doch gar nicht, was Musik ist, oder? Hier, ja, fürs Thumbnail. Es kann sein, dass du einen Crush hast, mit dem du jeden Samstag Augenkontakt aufbaust und weißt einfach nicht, wie du den Step machen sollst, ihm zu zeigen, dass du Interesse hast. Aber dafür bin ich jetzt da. Er sitzt vor dir. Du so, puh, wird langsam warm hier drin. Also nimmst du dein Haargummi. Du machst ihn zwischen deine Zähne und dann machst du dir den Zopf langsam aber sicher und du schaust ihn dabei an. Augenkontakt, Bro. Und dann bindest du dir die Haare, während du ihn anschaust. Schaust nach unten, machst die Babyhaare raus. Schaust ihn wieder an. Und dann widmest du dich wieder deinem Tisch. Also, ich will jetzt nicht für alle Männer sprechen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, es könnte funktionieren. Allerdings geht das auch viel einfacher. Man muss eigentlich nur lediglich das hier anziehen. Oder halt sowas. Oder das. Damit kriegt man safe alle Männer. Beende das Spiel! Die wichtigste aller Fragen. 11 Bierkisten, 28 Flaschen Wein, 4 Flaschen Sekt und 5 Liter Schnaps. So viel trinkt Karl Lauterbach jeden Tag. Alter, was? Und mit unserem Gesetz steht kein Alkohol trinken unter strengster Strafe. Ich glaube nur, was wichtig ist, dass Sie das nicht als gesund verkaufen. Alter, halt die Schnauze. Ich bin berühmter Gesundheitsminister. Und sie nicht. Karl! Wir wollen gemeinsam mit der Drogenmafia verunreinigtes Cannabis gezielt an Jugendliche verkaufen. Wir müssen die jungen Menschen so schnell wie möglich in eine Multi-Abhängigkeit bringen. Karl! Leute, ballert mir jetzt einen Kommentar, ein Like und ein Abo ganz tief rein. Ihr müsst wissen, da stehe ich drauf. Momentan geht endlich wieder der Abo-Counter voran. Bitte nicht nachlassen, Leute. Ich will meine 500.000 machen. Bis nächste Woche. Dein Zeo! Das ist Twitchy, Twitch-Song. Ihr habt gedacht, ihr würdet echt nicht mehr kommen.